Was geht ab, Freunde? Euer Multiplayer ist wieder am Start mit einem neuen Tipps gegen Killer Video. Heute geht es um den Geist. Lasst mir in den Kommentaren gerne Feedback da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Kommen wir zum ersten Tipp. Ihr seid an einem Generator am Arbeiten, habt eine Taschenlampe bei euch, plötzlich taucht der Geist auf, überrascht euch. Dann könnt ihr ihn mit der Taschenlampe, wenn ihr den Strahl genau auf ihn richtet, betäuben und euch somit einen kleinen Vorsprung verschaffen und das Weitersuchen. Der Geist ist euch auf den Fersen. Hier ein kleines Beispiel, wie ihr euch am besten nicht verhalten solltet. Ihr solltet nicht an einer Palette warten, bis er sich wieder sichtbar macht, sondern hier würde ich empfehlen, ruhig etwas zu loopen und sobald er euch zu nahe kommt, erst dann die Palette zu ziehen. Hier seht ihr wieder ein Beispiel. Der Geist ist hinter uns, macht sich aber nicht sichtbar. Deshalb brauchen wir hier auch keine Angst haben, denn solange wie er unsichtbar ist, kann er uns nichts anhaben. Und sobald er sich sichtbar macht, können wir die Palette ziehen. Wenn ihr euch vom Geist in die Enge getrieben fühlt, so betäubt ihr mit der Palette am besten dann, solange er noch unsichtbar ist. Denn da ist die Betäubung um einiges länger, als wenn er sichtbar ist. Somit könnt ihr euch einen großen Vorsprung rausholen. So, hier testen wir einmal die Betäubungsdauer vom Geist, wenn er sichtbar ist. So, hier nochmal eine Betäubung, während der Geist unsichtbar ist. Und jetzt schauen wir uns mal gemeinsam den Unterschied an, wie viele Sekunden Unterschied dazwischen liegt. Wenn der Geist zu euch kommt, dann macht nicht den Fehler, am Fenster zu warten, bis er sich sichtbar macht, denn ihr seht, er kann euch ohne Probleme einklemmen, so dass ihr nicht mehr die Möglichkeit habt, auf die andere Seite des Fensters zu springen. Hier zeige ich euch ganz genau, wie es denn abläuft. Je nachdem, wie der Geist bei euch steht, habt ihr nicht mehr die Möglichkeit, rüber zu springen. Hier an diesem Beispiel zeige ich euch nochmal ganz genau, wie das aussieht. Hier verstehe ich es allerdings selber nicht. Ihr seht, ich kann komplett hin und her laufen, doch ich habe nicht die Möglichkeit, durch das Fenster zu springen. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler vom Spiel ist. Ich denke schon, also die Hitbox vom Killer ist hier eindeutig viel zu groß, denn ich kann, wie gesagt, hoch und runter laufen, aber habe nicht die Möglichkeit zu vaulten. So, dasselbe Spiel an der Palette. Wenn ihr an einer Palette steht und ihr steht nicht perfekt mittig dran, kann der Geist euch hier auch wieder einklemmen und ihr habt nicht mehr die Möglichkeit, rüber zu rutschen. Ich würde euch empfehlen, wenn der Geist hinter euch unsichtbar ist, rutscht einmal auf die andere Seite und direkt zurück. So steht ihr perfekt in der Mitte und der Geist hat nicht mehr die Möglichkeit, euch einzuklemmen. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst mir doch gerne ein Abo oder ein Like da. Ich würde mich freuen.